Hallo liebe Weinfreunde, heute habe ich einen Gast aus Württemberg bei mir in unserem kleinen Hinterzimmerstudio im Weinland Waderfront. Das ist der Jörg Ellwanger vom Weingut Jürgen Ellwanger. Und ja, der hat einen Wein mitgebracht, den wir hier im Glas haben. Sehr schön, tief, dunkel, rubinrot. Das ist ein Zweigel, ein blauer Zweigel. Und da werden jetzt viele sagen, Zweigel, das kennen wir doch aus Österreich. So richtig wird man das mit Deutschland gar nicht identifizieren. Ist das denn neu, Herr Ellwanger, in Deutschland, ist das, oder gibt es das schon länger? Wir waren einer der Ersten und haben es schon seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren? Also ist gar nicht so neu. Nö. Nee. Nö, okay. Aber viel Zweigel gibt es in Deutschland nicht. Ich habe mal so nachgeguckt, es sind so um die 100 Hektar und das meiste ist wohl in Württemberg. Genau. Ist das besonders passend, klimatisch, oder warum habt ihr das gemacht? Ja, Zweigel ist ja eine Kreuzung zwischen St. Laurent und Lemberger. Lemberger ist natürlich bekannt in Württemberg, aber der Zweigel macht wieder der feinere Lemberger. Und wir kommen dort gerade bei uns im höheren Klima vom Bönstal, das liegt ein bisschen höher, kommt eigentlich ganz gut. Ihr seid ja ein bisschen Pioniere in Württemberg und im Remstal. Ihr macht nicht nur den Zweigel, der ja doch ein Exot irgendwo noch in Deutschland ist. Ihr macht auch Sauvignon Blanc, ihr wart, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die Merlot gemacht haben, und vor allen Dingen wart die Ersten, die mit unter den Ersten, die Syrah gemacht haben. Ja, genau. Das ist immer interessant, das muss man einfach auch mal was Neues zu finden, und es ist auch gut, wenn man vorne dabei ist. Weil der Zweigel ist schon eine große Marke, wir haben über 2 Hektar jetzt und haben da paar der Deutsche Rotweinpreis gewonnen und viele Aushängeschilder, auch deutsch-österreichische Zweigelwettbewerbe gewonnen. Und das ist schon eine wichtige Geschichte für uns. Das wundert mich natürlich jetzt bei dem Wein nicht, denn ich meine, in Österreich ist vieles, was, wo Zweige draufstehen, ist halt doch schon ein ziemlicher Massenwein, ein richtiger Konsumwein. Und das hier ist ja nur was richtig Gutes, weil das ist ja auch nicht so einfach der einfache Zweigel, was wir hier haben, sondern steht drauf, das ist der Hades-Zweigel. Da kriegt man natürlich gleich so ein leichtes Gruseln und Kribbeln, weil der Hades, das ist die griechische Unterwelt gewesen, bewacht von Cerberus, dem Höllenhund. Aber Hades heißt in dem Fall was anderes. Ja, das ist wieder doppelschneidig. Also das Hades heißt, also sind erstmal die Anfangsbuchstaben der Mitglieder. Also das ist eine Vereinigung. Hades. Genau, ja. Okay. Sechs Betriebe. Das ist Fürst von Hohenlohe, Graf Adelmann, Rauz Able, Ellwanger, also mir. Und das S steht dann doppelt vor Söllenhof, ein Staatsweingut. Aha. Und das war zumindest in Württemberg die erste, wo einfach dieses Barrik hervorgebracht haben. Und das Hades passt eigentlich ganz gut, weil wir sind damals eigentlich schon sehr umstritten gewesen, weil das eben nicht der deutsche Wein darstellt. Und deswegen waren wir schon ein bisschen der Untergrund damals. Und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Also es ist auch so ein bisschen ironisch, selbstironisch gemeint. Ja, also es ist... Das war schon Untergrund. Also wir sind dann immer regelmäßig durch die Qualitätsweinprüfung durchgeflogen, weil das die Kollegen. Mit solchen Weinen durch die Qualitätsweinprüfung. Ja, ja. Und das hat aber eigentlich eher sogar einen Schub gebracht. Also. Mhm. Unermutigt. Unermutigt natürlich. Ja. Also ich sag mal, das ist also wirklich eine Pionierleistung gewesen damals mit dem Hades. Ich weiß, es gab auch in anderen Gebieten, gab es ja. Kollegen von Ihnen, die mussten also durch sämtliche Instanzen klagen, damit man ihnen es überhaupt erlaubt hat, in Barrique auszubauen. Heute ist das ja gang und gäbe. Ja. Das ist ja heute eigentlich nichts Besonderes mehr, sondern ihr habt da was durchgekämpft, was ja. Eigentlich heute sehr, sehr viele Leute machen. Ja, damals ist als Tafelwein, hat man draufschreiben müssen, also das war dann ein sehr teurer Tafelwein. Mittlerweile hat man das schnellstens dann geändert, weil eigentlich genau die, wo dagegen waren, das sind eigentlich mehr die Produzenten, wo der LEH verkaufen. Und die haben eigentlich ein Problem gehabt. Und mittlerweile gibt es eben bei der Qualitätsweinprüfung Kommissionen, dann, dass man eben den durchlässt. Also so die Behörden und die Kommissionäre, die Funktionäre, die haben dann so begriffen, wie es geht. Ja, wer das war, das war lange her. Egal, ist eine Zeit lang her und heute ist es ein wunderbarer Wein, für den ich mich recht herzlich bedanke. Ja. Prost an einen Pionier aus Württemberg, aus dem Remstal, der uns einen wunderbaren Zweigel beschert hat.